Zuletzt bei The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Mit der südöstlichen Seekarte konnten wir Kurs auf die Goroneninsel nehmen. Bevor wir hier allerdings im Hafen einfahren konnten, wurden wir von einem weiteren Miniboss angegriffen, welchen wir auf hoher See bekämpfen mussten. Nach erfolgreicher Schlacht wurden wir durch ein Quiz in den Goronenstamm aufgenommen und haben die Erlaubnis erhalten, den Stahl aus ihrem Tempel zu holen. Und genau diesen müssen wir nun heute anfangen und hoffentlich erfolgreich abschließen. Freunde! Hallo, einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Und wir sind im Goronentempel, Freunde, dem vierten Dungeon. Oder wenn man das Geisterschiff dazu zählt, das ist ja so lala, dem fünften Dungeon, aber eigentlich dem vierten Dungeon. Keine Spur von Maigoron. Lass uns weitergehen und den Bengel finden. Okay. Und unser Ziel ist es hier, den, ich glaube, Scharlachstahl zu bekommen. Ich glaube, rot ist doch Scharlach, ne? Und wir kriegen hier, glaube ich, einen roten Stahl. Vorsicht, Treibsand. Okay, ich habe nicht vor, da reinzulaufen. Ich sag, wie es ist. Alles klar, werde ich mir merken. So, und hier ist ein Schalter. Okay, oh. Der aber gedrückt bleiben muss. Okay, das heißt, wir schieben an der Stelle diese Statue dorthin. Jawollo. Und kommen jetzt hier durch. Sehr geil. Ich bin sehr gespannt, Freunde, welches Item wir hier bekommen. Wobei, nee, bin ich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich bin sehr gespannt. Und in dem Moment, wo ich es gesagt habe, fiel es mir eigentlich... Oh, warte mal. Ich glaube, die muss mit der Bombe bewerfen. Ja, in dem Moment fiel es mir ein. Ich bin mir relativ sicher, Freunde, dass wir die Krabbelminen hier bekommen. Na, also, ich meine, da war ja sogar schon eine Krabbelmine quasi auf dem Weg zum Dungeon oder so ein Ort für eine Krabbelmine, die ich nicht nutzen konnte. Und, jetzt geht auch hier die Tür auf, sehr geil. Und im Shop gab es ja hier auch schon die Krabbelmine, die ich aber nicht kaufen konnte, weil mir die Tasche gefehlt hat. Also ist es, glaube ich, relativ offensichtlich. Oh, scheiße. Warte mal, vielleicht kriege ich den noch hier rüber. Yes, Bombe noch genutzt. Deswegen ist es, glaube ich, relativ offensichtlich, Freunde, dass die Krabbelmine hier auf jeden Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit das Dungeon-Item wird. Aber ich lasse mich mal überraschen. Vielleicht wird ja doch noch alles ein bisschen anders, ne? Who knows? Es gibt ja doch mittlerweile ein paar Items oder ein paar Dinge auf der Oberwelt, die wir gesehen haben, mit denen wir noch nicht interagieren konnten. Das hier sieht sass aus. Und vielleicht wird es ja doch ein Item, was dann für diese Dinge verfügbar wird. So, alles klar. Ich möchte keine Schaufel haben, um gegen die zu kämpfen. So, kann ich die irgendwie killen? Nee, irgendwie nicht, ne? Ich meine, ich kann die halt abwerfen. Oh, dann gelten die sogar als besiegt. Okay. Interessant. Sehr interessant. So, was sind die Dinger hier? Ich markiere mir die jetzt mal. Hier war eins und hier war eins. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da vielleicht irgendwie... Ich weiß nicht, dass da irgendwas spawnt. Ah, der Knopf hier bleibt sogar für immer. Das ist schön. Das ist jetzt quasi eine Abkürzung zum Start. Hm, so, jetzt sprengen wir mal dich. Und ich glaube, hier muss ich einmal alles sprengen, glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher. Ja. Okay, okay. Dann kann ich jetzt schon mal hier reinsteppen. Und ich glaube, hier geht es jetzt sogar weiter. Aber hier will ich noch nicht hin. Einen Moment. Dann düsen wir erstmal hier hin. Ah, hier kann ich aber auch nur nachladen. Okay. Mit Hilfe des Boomerangs können wir mal kurz gucken, ob hier was ist. Nee. Aber irgendwie, ich habe so wenig Truhen jetzt gefunden. Ne? Wir haben quasi nichts gefunden. Die Zahl der Schatztruhen beträgt 2. 20 Rubinen, ich sag dir wo. Ja, komm, sag's mir jetzt mal. Die sind genau da, wo ich es markiert habe. Aber, wie lasse ich die da spawnen? Kann ich die irgendwie kaputt machen? Nee, ich kann die nur schieben. Warte mal. Hier sehe ich was. Aha! Okay, und da ist das Auge. Safe. Oh, okay, das muss ich von oben machen. Okay, Freunde. Ich habe jetzt zwar 20 Rubine ausgegeben, aber die haben mir immerhin die Gewissheit gegeben, was hier los ist. So, jetzt passt auf. Dann werfe ich jetzt das hier runter. Genau.
Und das Auge da haben wir auch gesehen. Und safe ist das Auge die Lösung für die andere Schatztruhe. Und apropos Schatz, hier ist die zweite Schatzkarte für die südöstliche Seekarte. Sehr schön. Okay, so, und jetzt muss ich von hier, glaube ich, einfach einmal das Ganze irgendwie darüber feuern. Wunderbar, Freunde. So schnell kann's gehen. Und Zwanni. Wow, wirklich? Und Zwanni. Immerhin habe ich damit den Boing-Oing-Kollegen jetzt bezahlt, der mir gesagt hat, wo die Truhen sind. Also, plus minus null, würde ich sagen. Eine Schatzkarte haben wir bekommen. Und die Gewissheit auf die 100%. So. Und jetzt gibt's hier einen Kampf. Ach du Scheiße. Jetzt gibt's hier einen Kampf in der Nähe des Treibsands. Okay. Der Kampf war kurz. allgemein, ich habe aktuell das Gefühl, dass dieser Dungeon extrem schnell geht. Also ich habe das Gefühl, dass wir in sehr kurzer Zeit hier sehr viel Progress machen. Die Zahl der Schatztruhen ist auch 2. Nee, das musst du mir jetzt nicht sagen. Das schaffe ich schon irgendwie alleine. Also jetzt weiß ich ja wieder so ein bisschen, nach was ich suchen muss. Okay. Da kann ich schnell das freilegen. Oh, das ist Maigoron! Hey, ich bin hier drüben, Bruder. Hey, da hat sich Maigoron versteckt. Nein, nicht wirklich. Monster haben mich gepackt und hier eingeworfen. Bitte, Bruder, hilf mir. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Danke. Es tut mir sehr leid, dass ich vorhin davongelaufen bin. Echt, Mann. Ja, ja, wenn er meine Hilfe braucht, na dann. Wir sind bloß froh, dass es dir gut geht. Warte, wir holen dich da raus. Hinter dir, Hübi. Oh, boy. Was bist du denn für ein Vieh? Okay, den muss ich einfach, einfach einen Pfeil in die Fresse schleudern. Oh, das war's doch schon. Ah, sieh mal einer an. Jetzt haben wir für ihn den Weg frei gemacht. Fantastisch, Bruder. Du hast das Monster, das mich gefangen hat, besiegt. Danke, nun kann ich mich wieder frei bewegen. Nicht zu danken, aber es scheint, als hätten wir uns auf unserer Seite in eine Sackgasse manövriert. Siehst du, diese Dornen, sie sind uns im Weg. Mit meiner Hilfe ist das kein Problem. Ich kann die Falle entschärfen. Lass mich dir nun zeigen, wie du zwischen mir und Goro Hübi hin und her schalten kannst. Wenn du mich rufen willst, berühre einfach mein Symbol auf dem Touchscreen. Wenn du umschalten willst, dann berühre das Symbol. Hast du verstanden? Yes. Wenn einer von uns besiegt wird, wird auch der andere besiegt. Nun überlasse ich dir den nächsten Teil. Schalte auf mich. Alles klar. Ah, und ich kann den jetzt wirklich richtig bewegen. Das ist ja mal ultra krass. So, ich ratte hier jetzt einfach mal durch. Und es scheint wohl auch so, dass wenn er Bomben einsammelt, dass, yes, ich kann die sogar angreifen, geil, dass die dann auch zu link ins Inventar gespült werden. Also wir teilen uns sogar das Inventar. So, und jetzt können wir hier tatsächlich, wenn wir diese Steine antippen, gezielte Attacken machen. Krass. Aha. Und das hat jetzt die Stacheln gelöst. Wunderbar. Und jetzt kann ich wieder hier durch. So, mit 3 Pfeilen machen wir hier schnell einen Prozess. So, die killen wir. Ich glaube, weil die sorgen nämlich dafür, Freunde, dass ich mein Schild verliere. Und jetzt gehen wir noch kurz hier hoch. Was hast du zu berichten? Weil du bist nicht der Schatz-Boing-Oing. Im Leben muss man manchmal kooperieren. Wenn alleine zu stehen nicht ausreicht, steht gemeint. Boah, okay. Er sagt uns einfach, dass wir quasi hier diese Schalter gemeinsam drücken müssen. Komme ich da rüber gehüpft? Ja! Oh, krass! Oh, und wir kriegen an der Stelle eine goldene Truhe mit den Krabbelminen! Let's go! Du kannst die Krabbelminen. Du hast die Krabbelminentasche erhalten, Hübi. Krabbelminen sind Bomben, die entlang des Pfades rennen, den du zeichnest. Du kannst den Pfad für die Krabbelmine bestimmen, indem du auf dem Touchscreen zeichnest. Die sind wirklich sehr praktisch. Ah, sieh mal einer an. Aber ich glaube tatsächlich, dass das mir noch gar nicht so viel bringt. So, wir killen erstmal die. So, das war, by the way, die erste Truhe. Just saying, ne? Oh, da habe ich den Schuh gemacht. So, sehr gut. Und es gibt ja 2 auf dem Stockwerk, ne? Es gibt 2. Das müssen wir uns noch merken. So. Aha, hier kann ich mich wieder ein bisschen heilen. Ja, und irgendwie da drin ist halt auch eine Krabbelmine, ne? Okay, aber alles zu seiner Zeit. Wir können jetzt auf jeden Fall hier unten durch. Uns fehlt immer noch eine Truhe, aber die finden wir schon. Da bin ich guter Dinge. Ah, die wird safe hier spawnen, wenn ich alle Gegner getötet habe. Jawollo. Okay, das ist Truhe 2. Damit ist dieses Stockwerk auch schon mal abgeschlossen. Ein Goron-Bernstein. Geil, den kann ich für 800 Rubine
beim Schatzhändler verticken, Freunde. So muss das. Und jetzt kommt der erste Einsatz unserer Krabbelminen. So. Bitte einmal darüber laufen. Jawollo! Und für uns geht's weiter. Du hast die Daumen verschwinden lassen. Wir können endlich hier durch. Aber ich will irgendwie noch zu ihm rüber, ne? Ist bei dir alles in Ordnung, Bruder? Ich habe ein Loch gefunden, durch das ich mich durchzwängen kann. Ich schaue nach, ob man von hier aus rauskommt. Wir müssen uns für eine Weile trennen. Bis später. Ah, der kann da durchrollen. Warte, mein Gron, warte. Oh, wie schade, er ist fort. Ich hoffe, er kommt klar so alleine. Dann suchen wir eben weiter. Vielleicht ist der Stahl ja hier irgendwo. Das schaffen wir. Ich glaube, wenn wir einmal nach oben gehen, kann ich mir wahrscheinlich eine Abkürzung eröffnen. Vermute ich mal. Aua. Ups. Ach, du dummes Vieh. So, lass den jetzt einfach in den Kollegen hier reinkrachen. Ich töte ihn einfach mit einer Krabbelmine. Yeah. So, dann kann der mal bitte aufhören, meine Karte zu verpixeln. Freunde, keine Sorge. Es ist nichts mit eurer Bitrate los. Das ist der Elektrokollege. Hä? Warum war das jetzt kein Treffer? So. Ah, weil ich die da, glaube ich, immer durch die Wand schicke. Moment mal. So, die sind nicht so intelligent, diese Krabbelminen. Aber... Genau. Die können nämlich auch kriechen, wenn ich nicht in der Nähe bin. Das ist das Gute. Also, ich muss denen nicht zugucken, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Sondern ich kann die auch einfach losschicken und dann selber schon wieder ganz woanders hinlaufen. So! Zweites Kellergeschoss. Es geht voran. So, die Kollegen machen wir nur mit Pfeil und Bogen. Ich habe keinen Bock, aber absolut keinen Bock, mein Schild abzugeben. So, und da kann ich jetzt auch schon wieder eine Krabbelmine durchschicken. Wenn ich will. Aber wartet mal. Das muss gut getimt sein. Einen Moment. Zack, zack, zack. Genau so. Und zack. Beides gleichzeitig aktiviert. Sehr schön. Den lasse ich mal in Ruhe. So, wir lassen uns mal wieder kurz sagen, wie viele Truhen es gibt. Nee. Der sagt uns auch wieder nur, dass wir beide Schalter gleichzeitig aktivieren müssen. Also, warum wird mir hier permanent gesagt, wie ich die Schalter zu aktivieren habe? Sehe ich wirklich so hohl aus? Wirklich? So, wir haben jetzt noch keine Truhe. Da haben wir einen 20. Hier ist auf jeden Fall eine Truhe. Krass, diese Töpfe gelten sogar als Gegner. Ne? Die haben sogar diesen typischen Sound, als ich sie besiegt habe. Und hier gibt es sogar eine Truhe, weil ich alle... ja, Moblin-artigen. Ich weiß nicht, nee, die sind nicht. Die sind die Bokoblin? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Na, weil wir die erledigt haben. So. Hier müssen wir jetzt auch wieder die Krabbelmine durchschicken. Und wir müssen jetzt hier quasi im passenden Rhythmus zwischen Rot und Blau wechseln. So. Die Krabbelmine ist durch. Und dann switchen wir wieder. Wunderbar. Und die Stacheln gehen wieder runter. Also wirklich, man macht... Ich habe das Gefühl, dass dieser Dungeon aus sehr viel Fläche besteht. Ich finde, er hat sehr viele Quadratmeter, weil hier eben sehr viel Fläche mit Treibsand besetzt ist. Aber diese Quadratmeter kann man eben sehr schnell überwinden. Ne? Also es ist... so. Hi. Man kommt hier sehr schnell von A nach B. Und macht dementsprechend sehr schnell diese Stockwerke, sage ich mal. Man löst die sehr schnell, weil die Stockwerke nicht viel Content haben. So, den haben wir sogar passend auf dem Knopf positioniert. Und kommen hier gleich weiter. Und ja, da ist schon wieder fast das Ende des... da ist schon wieder fast das Ende des Stockwerks. Und da ist auch dann schon die Boss-Tür. Alles klar, hier ist dann gar nicht mehr. Dann laufen wir wieder nach oben. Ah, und jetzt sind wir in diesem anderen Teil, zu dem ich mir jetzt sogar die Brücke öffnen kann. Wunderbar. So, dann fülle ich hier mal wieder kurz auf. Dann nehmen wir uns mal kurz die Krabbelminen mit. So, was hast du zu berichten? Die Zahl? 2 Schatztruhen noch. Okay, okay. Schaffe ich, schaffe ich. Und die erste gibt es bestimmt für das Schaffen dieses Raums. Ah. Und hier sind jetzt mehrere dieser Dinger. Ah, und die können mit Bomben werfen. Ja, das hat der Vorherige natürlich gar nicht geschafft, weil wir den einfach viel zu schnell gehopst haben. Aua. Sehr gut. Aufpassen. Drauf da. Und noch ein weiteres Mal.
Yeah! Wunderbar. Und jetzt noch eine Truhe. Ich würde noch so eine Truhe dazu nehmen. Schade. Schön wär's. Aber im Moment kann ich hier noch mal ein bisschen Pfeile auffüllen. Aber ich habe ja eh den großen Köcher. Da kommen wir schnell voran. So. Was passiert hier? Da sind wieder diese kleinen, diese grünen Viecher. Aber ich erledige mal diese ganzen kleinen Viecher hier. Ich habe das Gefühl, der Dungeon mag es, wenn man hier alle Gegner erledigt, die so anfallen. Ich habe das Gefühl, der sieht das ganz gerne. Es gab jetzt schon häufig... Oh, hier nicht. Es gab jetzt schon häufig Belohnung für das Töten aller Gegner. Hier jetzt an der Stelle leider nicht. Okay, also. Über den Treibsand kann ich auf jeden Fall... Das geht auf Zeit, ja. Über den Treibsand kann ich auf jeden Fall diese Krabbelminen schicken. Deswegen schicken wir die los. Wir platzieren uns bei den Stacheln. Zack. Und sind rüber. Der will mir bestimmt wieder irgendwas sagen. Aber ich werde jetzt mal nicht mit ihm quatschen. Ich will mir jetzt nicht wieder das nächste Rätsel gleich kaputt machen lassen. So. Wir töten hier erstmal wieder alle Schlangen. Irgendwo muss noch eine sein. Mhm. Irgendwo ist noch eine, Freunde. Und wo auch immer die ist, da müssten wir dann hoffentlich gleich diese Truhe da unten gespawnt bekommen. Hier ist immer noch irgendwo eine. Wo seid ihr? Wo seid ihr, ihr räudigen Schlangen? Okay, so. Da kann ich auf jeden Fall was aktivieren. Ich hoffe, das bringt mir was. Ja, das bleibt auf jeden Fall gespeichert. So. Da ist die letzte Schlange. Entweder erwische ich die Schlange oder den Schalter. Oder den Felsen, was das schlechteste Ending ist. Okay. Neuer Versuch. Jawollo. Und das ist wahrscheinlich der Dungeon-Schlüssel, ne? Der Boss-Schlüssel. Nee, die treffe ich so nicht. Okay, da muss ich die Schlange jetzt noch irgendwie so erwischen. Ich lasse die einfach hier ein bisschen langlaufen, meine Krabbelmine. Yes! Und da ist die kleine Truhe. Sehr schön! Und die Belohnung ist ein weiterer Kronenwert, meine Freunde. Das sind 1600 Rubine, die wir jetzt in diesem Dungeon gemacht haben. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist so viel Kohle. Das ist einfach ein komplettes Schiffsteil bei Terry. Also so ein teures für 1500, ne? So ein High-End-Schiffsteil. Yes! Und da ist der große Key. So. Dann muss ich den jetzt nur noch irgendwie zurücktransportieren. Das wird jetzt ein bisschen Zeit benötigen. Wir sind leider nicht sehr schnell mit dem Ding. Aber dann war es es halt auch schon wieder, ne? Also, wir reden hier von dem Dungeon-Playthrough in 20 Minuten. Das ist wirklich ein bisschen meh. Das ist wirklich ein bisschen meh, ne? Also, während wir in Twilight Princess, glaube ich, 3 Parts pro Dungeon gebraucht haben... Fairerweise sind aber auch gerade in diesen 3D-Zeldas die Dungeons häufig mit vielen Animationen und so ausgestattet, aber trotzdem, ne? Also, 3 Dungeons, also sehr viele Minuten. Aber was haben wir hier? Wenn du eine Bombe zwischen die beiden Pfeiler legst, wird trotzdem nichts passieren. Okay. Ja, also, 20 Minuten versus 3 Parts ist halt schon nochmal ein Unterschied, ne? Das kann nicht alles nur über Zwischensequenzen geregelt werden. So, das müsste, glaube ich, wieder das Licht zum Eingang sein. Das ist mir aber ziemlich egal. Ich fühle mich bereit, dem Boss zu klatschen. Auf geht's, Freunde. Was geht hier ab? Und wo ist eigentlich Maigoron? Okay, wir haben direkt Sand vor uns, sehe ich gerade. Aha. Oh boy. Bongoron, die Panzerechse. Okay. Schau dir das Riesenvieh an. Aber es ist auf der anderen Seite der Sandgrube. Ah, das ist doch... Bruder, lass uns das Monster gemeinsam erledigen. Ich stoße ihn um und dann greifst du ihn von drüben an. Okay. Dann schauen wir doch mal. Okay, ich darf ihm nicht in die Fresse springen. Ah, ich muss ihn von der Seite treffen. Und jetzt ist deine Chance. Verpass ihm einen mächtigen Schlag. Alles klar. Einfach ins Maul, ne? Einfach ins Maul. Yeah! So, hier spawnen noch irgendwelche... Aua, hier spawnen noch irgendwelche Enemies. Ein Monster kommt auf dich zu, Hübi. Ah, okay. Diese Schlangen machen hier ein bisschen Faxen. Dann killen wir die jetzt auch gleich noch. So, jetzt haben wir aufs Maul bekommen. Oh, und in den Sand. Fieser Schlag hier von ihm. Aber...
Da haben wir ihn wieder umgeworfen. Dann einmal die hier ins Maul. Wir switchen wieder. Zwischensequenz. Weil Bongorong hier mal wieder ein bisschen zu scharf gegessen hat. So, ich versuche mal diese Schlangen hier so schnell es geht zu erledigen. Genau. So, und dann... Och, verdammt, wieder in Sand. So, aua, aua, aua. Ah, warte mal, es ist... Bro! Er spawnt mich einfach immer in den Sand. Wie ehrenlos. So, Link ist wieder in Gefahr. Okay, der Kampf ist ein bisschen lästig, muss ich zugeben. So, und jetzt haben wir ihn wieder von der Seite erwischt. Sehr gut. Sehr gut. Wir schicken wieder eine Maus los. Die hoffentlich hier ihm in der Fresse landet. Das hat nicht funktioniert. Wir müssen hier von vorne rein. Und da erledige ich dieses Vieh noch. Yes! Warte, das war's schon? Nee, nee, da geht's noch weiter, oder? Ich glaube, da geht's noch weiter. Ja, safe geht's weiter. Das Ding ist noch nicht mal in, hier in Lebenssand verpufft. Du hast das Monster besiegt, Gorohibi. Der Stahl ist da drin. Ja, ja, nee, 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 nee. Ich check doch schon, was hier abgeht. Die Brücke verschwindet wieder. Die Tür geht zu. Und er ist so, nein, 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 Meister. Die Rechnung hast du ohne mich gemacht. Oh, aber jetzt hat er seinen Schwachpunkt auf dem Rücken. Okay. Ich schätze, ich muss normale Bomben in sein Maul werfen, oder? Das ging tatsächlich jetzt recht gut. Weil ich dachte mir gerade, in einem normalen Zweikampf, na... Ja! Sehr gut. In einem normalen Zweikampf werde ich da jetzt, glaube ich, nicht mit irgendwelchen Kriechbomben anfangen müssen. So, er spuckt hier ein bisschen Feuer. Da passen wir auf. Ah, die droppen hier sogar Neues, ne? So, und dann wieder rein. Naja, der Kampf ist entspannt. Ich sag's, wie es ist, Freunde. Der Kampf ist entspannt. So, dann kurz die Schlange weg. Und wir hacken hier weiter drauf. Und jetzt wieder ein bisschen auf Abstand gehen. Genau, weil jetzt wieder Feuer spucken wird. Immer auf Abstand bleiben, dass wir genügend Zeit haben, hier auszuweichen. So, rein da. In der Zwischenzeit die Schlange erledigen. Dass sie mich nicht angreift, während ich seinen Schwachpunkt attackiere. Aber wir haben echt ordentlich Herzen verloren im Kampf, ne? Das muss ich mir jetzt auf jeden Fall zugute halten, ne? Und jetzt brüllt er wie ein richtig verletztes Vieh. Jetzt mach den Schuh. Yes! So will ich das sehen. Very nice. Rein in die Uhr. Jawollo! Du bekommst mehr Sand für die Uhr. 2 Minuten wurden hinzugefügt. Sehr schön. Und einen Herzcontainer würde ich auch noch nehmen, wenn es erlaubt ist. Und die Brücke kommt auch wieder. Ah, cool, cool. Dann kommen wir auf jeden Fall auch wieder heim. Aber jetzt her damit. Yeah! Oh, Freunde, noch 6 Herzcontainer fehlen uns. Dann hätten wir theoretisch schon alle. Aber alles zu seiner Zeit. Ich hab schon auf dich gewartet. Ich hab's fürchterlich scheppern hören. Ist da drin was passiert? Oh, das eklige Biest war wohl nur ohnmächtig, als du uns verlassen hast. Aber es hatte keine Chance gegen Hübi. Oh nein, ich bin bloß gegangen, weil ich dachte, wir hätten es besiegt. Aber wir hätten es niemals ohne dich geschafft, Maigoron. Ich sehe dich jetzt in einem ganz anderen Licht als vorher. Ach, das war doch gar nichts. Gut, dann wollen wir dir mal unseren Stahl geben, Bruder. Yeah. Den Stahl findest du dort oben. Danke, Maigoron. Dann lassen wir uns holen, Hübi. Sehr gerne. Du hast den Scharlachstahl erhalten. Das ist eines der Metalle, die zum Schmieden des heiligen Schwertes gebraucht werden. Nur ein Schwert, geschmiedet aus den 3 Stählen, kann Bellamo besiegen. Das ist geschafft. Du hast den Stahl. Also ist Linebacks Näschen doch gelegentlich zu gebrauchen. Ab und zu mal, ne? Das ist der Scharlachstahl, auf den wir so stolz sind. Pass gut darauf auf. Damit wäre auch das erledigt. Zeit für uns nach Hause zu gehen. Hey, Maigoron, pass auf dich auf, okay? Nicht, dass du dich wieder verirrst.
Kein Problem. Oh, und wenn ihr den Tempel verlasst, kommt bei uns vorbei. Mein Vater und ich werden auf euch warten. Okay. Vielleicht hat er noch irgendwie so eine Belohnung oder so für uns. Der ist aber eilig. Komm, lass uns auch zurückgehen. Ja, wunderbar, Freunde. Das war doch ein äußerst erfolgreicher Part. Aber noch nicht das Schluss, Freunde. Noch nicht das Schluss. Mein Deutsch geht's auch gut. Wir holen jetzt noch ganz fix hier drüben den Schalter nach, den ich jetzt noch nicht betätigen konnte, weil mir dafür die Krabbelminen gefehlt haben, den ich mir aber auch erfolgreich hier irgendwo eingekreist habe. So, komm, verpiss dich. Nervst. Muss ich dich jetzt auch noch einmal killen? Alles klar. Doppelt gemuppelt hätte besser. Wir müssen, glaube ich, hier drüben durch, ne? Genau. Und wenn wir jetzt hier nach unten gehen, dann können wir hier den Schalter aktivieren. Können wir bitte da durch das Loch? Boah, ich kann da nicht durchzeichnen. Jetzt, okay. Irgendwie hat es funktioniert. Sehr schön. Ah, und dann spawnt da oben einfach... Oh, ich muss mich beeilen. Eine Truhe. Zum Glück weiß ich genau, wo ich lang muss. Yes. Und wir bekommen noch eine Schatzkarte. Oh, diesmal nochmal für den Südwesten. Interessant. Geil. Okay, dann kann ich dich an der Stelle schon mal streichen. Aber es gibt immer noch die eine Truhe, an die ich noch nicht rankomme. Und ich glaube, da werde ich auch so schnell nicht rankommen. Jetzt gehen wir aber trotzdem nochmal kurz mit Maigoron und dem Ältesten reden. Wer weiß, ob die vielleicht noch irgendeine Belohnung für uns haben, irgendein Dankeschön, keinen Schimmer. Und dann sind wir, glaube ich, auf der Goroninsel erstmal fertig. Maigoron hat mir alles erzählt. Als Dank schenke ich dir den Scharlachstahl. Koch ihn, brat ihn oder schmiede ihn. Er ist dein. In Ordnung, Gorohübi. Mir ist klar geworden, dass du jetzt ausreichend Stolz besitzt. Es fällt mir schwer, es zu sagen, aber die Zeit des Abschieds ist gekommen. Als Abschiedsgeschenk zahle ich dir deine Steuern zurück. Yes! 200 Rubine! Ein kleiner Bonus noch, ne? Eine Kleinigkeit von unserem Volk. Ich hoffe, dass dein Stolz mit der Zeit wachsen wird. Jawollo. Also verlässt du diese Insel? Stimmt das, Gorohübi? Ich werde so stark wie du. Und bis dahin sage ich auf Wiedersehen. Sage ich nicht auf Wiedersehen. Na doch, eigentlich schon auf Wiedersehen, weil wir wollen uns ja wiedersehen. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Freunde, ich sage aber auf jeden Fall auf Wiedersehen, weil ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Wir sind durch für heute. Beim nächsten Mal werden wir Schätze heben, die südöstliche Seekarte weiter erkunden und mal schauen, was die Welt noch so für uns zu bieten hat. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Hübi. Ein großes Dankeschön an JT90, Lord Darkflo und Heilang für euren Riesensupport mit der dicken Kanalmitgliedschaft. Ich danke euch, dass ihr dieses Projekt so am Leben haltet.